Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Die Zwerge. Ja, das letzte Mal sind wir in Porista stehen geblieben, nachdem wir ja im Grünhain die erschreckende Entdeckung gemacht haben. Und sind jetzt auf dem Rückweg zu Lord Ionans Stollen, der ein bisschen weit weg ist. Deswegen machen wir uns gleich mal auf den Weg. Wir werden ein bisschen Umweg nehmen, hier hinten rum. Und nochmal die Dörfer abklappern. Erneut packt Boindir seinen Zwergenkäse aus und garrt ihn über dem Feuer. Als er dir ein Stück reicht, nimmst du es an. Wusste ich doch, dass wir aus dir noch einen Zwerg machen können. Du kaust auf dem Käse herum, um nicht antworten zu müssen. Der Geschmack ist doch besser, als du anfangs gedacht hast. Ja, den Käse würde ich auch gerne mal probieren, auch wenn er furchtbar klingt. Auf eurem Weg zurück nach Kalkbach werdet ihr von den Dörflern als Retter Kalkbachs begrüßt und zum Dorfältesten gebracht. Im Namen Kalkbachs dankt er euch erneut und bietet euch an, die Nacht hier zu verbringen. Retter Kalkbachs. Ihr genießt einen reichhaltigen Eintopf und verbringt die Nacht in frisch gemachten Betten in einem leerstehenden Haus, von denen es nach dem Orkangriff noch einige gibt. Am nächsten Morgen brecht ihr gestärkt wieder auf. Ja, so können wir nämlich mal alles abklappern. Das habe ich nämlich das letzte Mal auch nicht gemacht, muss ich zugeben. Erneut kommt ihr an die Kreuzung. Freien Tisch. Mit den Zwillingen im Schlepptau gehst du zum nächsten freien Tisch und ihr setzt euch. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor und tritt an euren Tisch. Er lächelt schmal. Gut, euch wiederzusehen. Was darf's heute sein? Zeig mal, was ihr im Angebot habt. Da hat er nichts Neues. Wir können aber die Perle hier absetzen. So, alles andere ist unverkäuflich. Der Andenkenschal und so weiter. Ein Zimmer für die Nacht. Wir sehen uns nach einem richtigen Bett. Ihr verbringt eine erholsame Nacht im Gasthaus und macht euch dann wieder auf den Weg. Ja. Dann reisen wir noch hier hinten rum. Und da dürften wir. Gut vorankommen. Wir verbrauchen zwar jetzt einiges an Nahrung, aber wir erleben was. Als ihr euch der Hauptstadt Idoslans nähert, erkennt ihr, woher sie ihren Namen hat. Die Stadt liegt in einem Tal am Rand. Ja, den Titel kennen wir schon. Das heißt jetzt hier rum. Fanger. Gibt's nichts Neues? Hier vielleicht? Nein. Gut, wir sind schon unter 100 Essen wieder, aber das dürfte gehen. Auf eurem Weg nach Gutenauen fahren mehrere Wagen mit Baumaterialien an euch vorbei. Die Verteidigungsanlagen des Großdorfes zeugen noch immer vom Angriff der Orks. Doch die Reparaturarbeiten gehen gut voran. Da sind sie, die Zwerge, die Retter Gutenauens. Kommt herein! Für euch gibt es hier immer eine warme Mahlzeit und ein gemachtes Bett. Daran könnte ich mich gewöhnen. So. Dann mal weiter. Die Stadt ist zerstört, leider. Warum befindet sich der Stollen des Magus hier mitten im Nirgendwo? Und warum lebt der Herrscher von Ionan da in einem Stollen und nicht in einem Schloss? Es hat mit den magischen Feldern zu tun, die sich unter dem geborgenen Land entlang ziehen. Die fünf Zauberreiche befinden sich dort, wo die Felder am stärksten sind. Und deswegen auch der Stollen, um näher an der unterirdischen Magie zu sein? Nein, es geht eher um Sicherheit. 200 magiebegabte Schüler und eine Quelle nahezu grenzenloser magischer Energie. Der Magus dachte wohl, ein unterirdischer Stollen ist der geeignetere Übungsort als der Turm von Meister Nudin, mitten in Porista. Als eure Reise euch erneut nach Seelenschön führt, erkennen euch die Bewohner bereits von Weitem und begrüßen euch freundlich. Als die Kinder auf euch aufmerksam werden, kommen sie angerannt und löchern euch mit Fragen über Zwerge. Aus welchem Zwergenreich kommt ihr? Seid ihr reich? Habt ihr Gold und Diamanten dabei? Könnt ihr Felsen mit der bloßen Hand zerschmettern? Ihr redet mit den Kindern und Dörflern, bis es dunkel wird. Und nach einer kurzen Nacht brecht ihr wieder auf. Ja, da ist auch nichts Neues, aber wir haben es wenigstens mal abgeklappert. Und wir haben noch genug Rastvorräte fürs Erste. Mir gefällt das hier nicht.
Hokuspokus ist nichts Gutes. Wir Zwerge wissen das und lassen die Finger davon, wie Wrakas es wollte. Ich hoffe, du weißt das. Ich kann nicht zaubern und habe es auch nie versucht. Trotzdem, bitte tretet Lord Ionan respektvoll gegenüber. Bedenkt, dass er es war, der mich einst aufnahm und rettete. Wohlan, mich deucht die Zunge des Gelehrten, beginnt ein wenig hochmütiger zu werden und die Sätze gar merkwürdiger Dings zu winden. Komm, dass wir uns dem Stollen nähern. Du kannst dir ein ertapptes Grinsen nicht verkneifen. Mit einem beschwörenden Blick auf die Zwillinge trittst du auf den Platz vor dem Stollen. Da du niemanden siehst, den du begrüßen könntest, betrittst du mit deinen Begleitern dein altes Zuhause durchs offenstehende Tor. Ja, offenstehende Tor. Wer hat denn diesen Tunnel gebaut? Mit einer Mischung aus Unglauben und Empörung mustert Boindal die bröcklige Decke. Seid leise, ich möchte Sie überraschen. Ist das ein guter Einfall? Wenn es dein Meister nun vor lauter Schreck verhext? Ich möchte keine Maus oder ein Stück Seife werden. Im Stollen ist es ungewöhnlich ruhig, aber der Duft des Abendessens steigt dir in die Nase. Du stellst dir vor, wie Frala vom großen Topf in der Küche aufblickt und dich freudig ansieht. Es gibt wohl Gesottenes und Gebratenes zum Abendessen. Komm schon! Kein Grund, sich verzaubern zu lassen. Wir bleiben hier, bis du mit deinen Spielchen fertig bist. Mhm. Ja, ich speichere hier erst einmal, weil das, was ich jetzt erstmal vorhabe... Ich werde jetzt ein bisschen das anders machen, wie ich es privat gemacht habe und weiß nicht, ob ich dadurch was verpasse. Deswegen sicherheitshalber speichere ich mal. Und falls ich zu viel überspringe, lade ich einfach, damit ihr auch ja alles zu sehen bekommt. Sowas können auch nur lange bauen. Sie haben sich gegen die Schichten gewühlt, anstatt auf die Adern zu achten. Selbst mir als Krieger fällt sowas sofort auf. Wegen der Wärme ist die Feuchtigkeit aus den Sandschichten zwischen dem Fels gewichen und hat sie austrocknen lassen. Selbst die Holzbalken werden die Decke nicht mehr lange halten. Tungdil, hast du deinen Magus schon gefunden? Nein, bisher noch nicht. Ich suche weiter. Gut. Ich kann an den beiden vorbeilatschen. Ich kann mich hier kurz umsehen, hier ist aber nichts. Ja, und bleib an den beiden hängen. Wie lächerlich. So, ich könnte... Ich will jetzt gleich gucken, was gleich passiert, wenn ich jetzt sofort das Studierzimmer betreten will. Ja, es du wird sofort getriggert. Du kennst den Mann nicht, der aus Lord Ionans Studierzimmer kommt. Seine Robe weist ihn als einen Famulus von Nudin, dem Wissbegierigen, aus. Der ruhige Stollen, das offene Tor, der fremde Famulus. Ein ungutes Gefühl lässt dich deine Hand auf die Axt legen, bevor du den Famulus ansprichst. Seid gegrüßt. Dürfte ich erfahren, was ihr hier tut? Und wo ist Lord Ionan? Oh, noch einer. Ja, Matsch, Matsch. Wenn du auch nur an einen Zauber denkst, treibe ich dir den guten Stahl ins Hirn. Der Famulus braucht einige Lidschläge, bis er erkennt, in welcher Lage er sich unerwartet befindet. Kurz scheint er seine Möglichkeiten abzuwägen. Dann atmet er aus. Die Anspannung verlässt seinen Körper. Schon gut. Ich werde nicht zaubern. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Wo sind alle? Der Famulus scheint kurz mit dem Gedanken zu spielen, auf stur zu schalten. Boindal drückt ein wenig stärker auf das Ende des Krähenschnabels und die Spitze durchsticht die Haut. Blut sickert hervor. Eine Schule voller Magie vernichtet? Ohne Spuren eines Kampfes? Lüge! Die Fakten sprechen gegen seine Behauptung und du klammerst dich daran. Lord Ionans Famuli waren schon in Purista. Hier waren nur noch Anfänger. Wir hatten leichtes Spiel. Der Alp, Sintoras.
Er hat darauf bestanden, beim Überfall dabei zu sein, nachdem er erfuhr, dass du hier aufgewachsen bist. Er hat die Tore geöffnet und die meisten hier getötet, bevor sie wussten, wie ihnen geschah. Vor deinem inneren Auge siehst du ein bleiches Gesicht, das sich aus der Dunkelheit schält. In Grünhain hast du gesehen, wozu Allbähe fähig sind. Du schiebst den Gedanken beiseite, versuchst, einen klaren Kopf zu behalten. Wo ist Lord Ionan? Lord Ionan, wo ist er? Nordon hat ihn getötet. Er hat sie alle getötet, in Porista. Im geborgenen Land gibt es niemanden mehr, der es mit dem letzten Magus aufnehmen könnte. Jemand soll es mit allen 6 Magi gleichzeitig aufgenommen und sie besiegt haben? Lächerlich! 5 Magi. Mein Meister Nudin ist Nordon, der Zweifache. Der Herrscher des Toten Landes. Und bald der Herrscher über das ganze geborgene Land. Er hat die Meister getötet und den Meistern folgten die Schüler. Sie sind alle fort und er hat die magischen Felder verändert, sodass ausschließlich wir sie nutzen können. Eine eisige Faust packt dein Herz. Unvorstellbar. Es ist doch unmöglich, dass nur noch ein einziger Magus übrig ist und der nicht gegen, sondern für das tote Land kämpft. Und wer bist du? Warum schnüffelst du in Lord Ionans Studierzimmer herum? Was suchst du? Ich suche nach Artefakten, von denen Lord Ionan in Porista behauptete, er habe sie in einem Schrank vergessen. Und nach Büchern, die aus Grünhain entwendet wurden. Ich schätze, ihr seid die Zwerge, die Bücher stahlen? Was will dein Meister mit den Artefakten und den Büchern? Ich weiß es nicht. Er befiehlt, wir gehorchen. Er wird sehr ungehalten sein. Ich habe zwar einen Sack im Schrank gefunden, doch darin befanden sich nicht die richtigen Gegenstände. Ich habe genug von deinen Lügen. Sie leben! Lord Ionan entkam und hat seine Schüler, Frala und die anderen um sich geschart, um Nordon zu bekämpfen. Pah! Der Krieg war vorbei, bevor ihr merktet, dass er begann. Nordon kann nicht aufgehalten werden. Er ist auf dem Weg hierher und er wird euch... Blabla, wir brechen sofort auf. Der Rat der Zwerge muss umgehend informiert werden. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss meine Freunde finden und ich werde... Orks, viele. Jo. Kampf starten und dann laden wir gleich mal, weil... Das war nicht so geplant. Eben deswegen habe ich gespeichert. So. In meinem privaten Spiel bin ich nämlich als letztes ins Studierzimmer gegangen. Ich dachte vielleicht, dass irgendwas kommt. Deine Schmiede kommt dir kleiner vor, als du sie in Erinnerung hattest. Außerdem meinst du, dass es anders gerochen hat, als du vor Monaten aufgebrochen bist. Mhm. Gucken wir uns erstmal unsere Schmiede an. Vor ein paar Wochen war dieser Amboss noch meine ganze Welt. Heute ist sie ein ganzes Stück größer. Jo. Mehr können wir uns hier nicht angucken. Da ist die Wiege, die ist leer. Ikana ist nicht in ihrer Wiege. Wo Frala sich wohl mit der Kleinen herumtreibt. Mhm. Und... Also das war jetzt auch neu für mich, weil als erstes hatte ich den Topf angeklickt und dann die Wiege erst. Jetzt klicke ich den Topf an. In der brodelnden Suppe tauchen vereinzelt Fleischstückchen an der braunen Oberfläche auf, ehe sie wieder in der Flüssigkeit versinken. Der deftige Duft lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ein menschlicher Fuß? Dir dreht sich der Magen um und nur mit einiger Mühe kannst du gegen den Impuls ankämpfen, schreiend aus der Küche zu laufen. Ja, das war der Eintopf. Und hätte ich jetzt die Wiege angeklickt, da wäre halt der Text gekommen, dass es Tungdealer
richtig erschaudert hat, der Gedanke richtig erschaudert, dass die Wiege leer ist, nachdem er den Fuß gefunden hat. Das könnte ich euch theoretisch auch noch zeigen. Wenn wir schon bei Vollständigkeit sind. Gehen wir jetzt mal die Reihenfolge erst die Küche, also erst der Topf und dann der Rest des Gebietes. Und dann können wir auch nochmal mit den beiden Zwillingen reden. In der Brot. So, das kannten wir ja bereits, deswegen habe ich es übersprungen. Jetzt die Wiege. Die Wiege ist leer. Dein Magen schnürt sich zusammen. Du willst es nicht wahrhaben, doch du musst wieder an die Suppe denken. Nein, das kann nicht sein. Es laut auszusprechen hilft, doch es vertreibt das ungute Gefühl nicht vollends. So, das war die Wiege. Wir können in die Schmiede gucken. Du schaust dich mit aufsteigender Panik in der Schmiede um. Niemand zu sehen. Ja. Vor ein paar Wochen war dieser Amboss noch meine ganze Welt. Heute ist sie ein ganzes Stück größer. Gut, das war. Da gab's jetzt keinen neuen Text. Nur, dass er sich panisch in der Schmiede umsieht. Sowas können auch nur lange bauen. Wegen der Wärme. Tungdil, hast du deinen Magus schon gefunden? Du willst den beiden von deinem grausigen Fund berichten. Doch dann überlegst du, dass zwei nervöse Zwerge im Stollen mehr Schaden anrichten könnten, als sie helfen würden. Als Wachen am Tor sind sie für dich wertvoller. Nein, bisher noch nicht. Ich suche weiter. Mhm. Also der Zwischentext, den kannte ich jetzt auch noch nicht, weil ich habe mit den beiden nicht geredet. Das heißt, uns bleibt jetzt nur noch die Tür. So viel zur Vollständigkeit hier im Stollen. Und den neuen Text jetzt. Was ist hier geschehen? Rede! Oh, noch einer! Patsch, 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 das finde ich immer lustig. Wenn du auch nur an einen Zauber denkst, treibe ich dir den guten Stahl ins Hirn. Der Famulus braucht einige Lidschläge, bis er erkennt, in welcher Lage er sich unerwartet befindet. Kurz scheint er seine Möglichkeiten abzuwägen. Dann atmet er aus. Die Anspannung verlässt seinen Körper. Schon gut. Ich werde nicht zaubern. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Wo sind alle? Der Famulus scheint kurz mit dem Gedanken zu spielen, auf stur zu schalten. Boendal drückt ein wenig stärker auf das Ende des Krähenschnabels und die Spitze durchsticht die Haut. Blut sickert hervor. Eine Schule voller Magi vernichtet? Ohne Spuren eines Kampfes? Lüge! Die Fakten sprechen gegen seine Behauptung und du klammerst dich daran. Lord Ionans Famuli waren schon in Porista. Hier waren nur noch Anfänger. Wir hatten leichtes Spiel. Der Alp, Sintoras. Er hat darauf bestanden, beim Überfall dabei zu sein, nachdem er erfuhr, dass du hier aufgewachsen bist. Er hat die Tore geöffnet und die meisten hier getötet, bevor sie wussten, wie ihnen geschah. Vor deinem inneren Auge siehst du ein bleiches Gesicht, das sich aus der Dunkelheit schält. In Grünhain hast du gesehen, wozu Allbähe fähig sind. Du schiebst den Gedanken beiseite, versuchst einen klaren Kopf zu behalten. Wo ist Lord Ionan? Lord Ionan, wo ist er? Nordon hat ihn getötet. Er hat sie alle getötet, in Porista. Im geborgenen Land gibt es niemanden mehr, der es mit dem letzten Magus aufnehmen könnte. Jemand soll es mit allen sechs Magi gleichzeitig aufgenommen und sie besiegt haben? Lächerlich! Fünf Magi. Mein Meister Nudin ist Nordon, der Zweifache. Der Herrscher des Toten Landes. Und bald der Herrscher über das ganze geborgene Land. Er hat die Meister getötet. Und den Meistern folgten die Schüler. Sie sind alle fort. Und er hat die magischen Felder verändert, sodass ausschließlich wir sie nutzen können. Eine eisige Faust packt dein Herz. Unvorstellbar. Es ist doch unmöglich, dass nur noch ein einziger Magus übrig ist und der nicht gegen, sondern für das tote Land kämpft.
Und das Letzte. Warum schnüffelst du in Lot Ionans Studierzimmer herum? Was suchst du? Ich suche nach Artefakten, von denen Lot Ionan in Purista behauptete, er habe sie in einem Schrank vergessen. Und nach Büchern, die aus Grünhain entwendet wurden. Ich schätze, ihr seid die Zwerge, die die Bücher stahlen? Was will dein Meister mit den Artefakten und den Büchern? Ich weiß es nicht. Er befiehlt, wir gehorchen. Er wird sehr ungehalten sein. Ich habe zwar einen Sack im Schrank gefunden, doch darin befanden sich nicht die richtigen Gegenstände. Ich habe genug von deinen Lügen. Sie leben! Lord Ionanen kam und hat seine Schüler, Frala und die anderen um sich geschart, um Nord-On zu bekämpfen. Pah! Der Krieg war vorbei, bevor ihr merktet, dass er begann. Nord-On kann nicht aufgehalten werden. Er ist auf dem Weg hierher und er wird euch... Blabla, wir brechen sofort auf. Der Rat der Zwerge muss umgehend informiert werden. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss meine Freunde finden und ich werde... Orks, viele. Ja,